Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zum Fashion Pack Opening. Viele Sachen kennt ihr schon von Videos oder Instagram Posts oder so oder wurden schon mal gesehen. Manche hatte ich auch noch gar nicht an und ja, fangen wir an. Ich starte mit den Schuhen, die man, wie man unschwer sehen kann, hier sind. Alle Schuhe musste ich mir technisch kaufen, weil das ist ein Football-Schuh, den ich für die Football-Saison benutzt habe, ein Basketball-Schuh und ein Winterschuh. Und andere Schuhe habe ich mir noch nicht gekauft, weil ich auch die Probleme habe. Die Schuhe würde ich gerne alle mitnehmen nach Deutschland und ja, Kofferprobleme, dies, das und ja. Naja, fangen wir an. Mein Football-Schuh war, / ist von Under Armour. Ist nichts Besonderes. Wie gesagt, der ist halt gebraucht, ich habe ihn halt im Football nur benutzt. Ist halt ganz normaler Football-Schuh, der halt in den Farben von der USA sind. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber im Blau sind Sterne drin. Und ja, dann halt blau, weiß, rot. Und ja, ich fand ihn ganz cool. Und Under Armour ist eh eine amerikanische Marke, die ich, wovor ich noch keinen Schuh hatte. Habe ich mir gedacht, lege ich die mir zu. Generell, mein Outfit beim Football war in den drei Tönen weiß, blau und rot gehalten. Von der hat es immer gut gepasst. Ja. Dazu gibt es aber dann im Storytime-Video, was noch gedreht werden wird, weil es kommt noch eins über Storytime-Football. Weitere Sachen. Ja, denn Basketball, die Saison ist leider jetzt auch zu Ende. Ich habe mir einen LeBron-Schuh geholt, einen LeBron 12er. Und den habe ich auch wieder in meine Lieblingsfarbe gehalten. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Und den habe ich auch wieder in amerikanischen Look, also rot, hinten sieht man so ein bisschen blaue Details und es sind auch Sterne drauf. Nicht wundern, die sind übelst abgeranzt, weil ich die als Basketballschuhe und Sportschuhe benutze, weil ich nicht dachte, nicht meinte, ach, kaufe ich mir zwei Paar Schuhe, muss ich ja nicht unnütz Geld ausgeben. Und ja, damit habe ich die ganze Zeit Basketball gespielt. Bild kann ich euch mal einblenden, dann seht ihr den auch, während ich spiele. Aber ja, die sind leider ziemlich runtergekommen, weil ich halt die jetzt schon seit 6 Monaten als Sportschuhe und halt seit fast 3 Monaten als Basketballschuhe in Gebrauch hatte. Und ja, das war's dann mit den Basketballschuhen. Dann habe ich mir für den Winter Adidas Schuhe gekauft, Adidas Boots, um ehrlich zu sein, um oder genauer zu sein. Problem ist, ich habe sie mir in Weiß gekauft und wir hatten den einen Tag Morgenschnee. Ich dachte mir so, easy, ziehst du deine Schneeschuhe an oder deine Winterschuhe an. Ja, und dann hat sich das so schnell in Missouri, also keine Ahnung, das Wetter ist halt spielt komplett verrückt, hat sich das so schnell geändert, dass wir abends, als wir nach dem Basketballtraining nach Hause kamen, nur noch Matsch hatten. Und dann bin ich mit meinen damals weißen Adidas-Schuhen, Adidas-Winterstiefel, in Matsch getreten. Und jetzt, weiß nicht, ob man das sehen kann, sind die hierbei grau. Ich habe es probiert zu putzen, geht sehr schwer raus, aber naja, finde es trotzdem cool. Und ja, deswegen hatte ich sie mir auch gekauft und haben auch einen guten Zweck erfüllt. Ich meine, wir hatten echt viel Schnee und war auch recht kalt und die haben keinen Schnee durchgelassen, kein nichts, kein gar nichts. Von daher, meine Füße waren immer warm, hat mich gefreut. Schade, dass sie jetzt ein bisschen gräulicher sind, aber naja, shit happens. Denn, war es das mit den Schuhen? Ich habe, wie gesagt, nur 3 Paar gekauft. Hier liegen jetzt so die ganzen Klamotten. Ich habe mir so Hosen, T-Shirts, vor allen Dingen T-Shirts, weil ich eigentlich nur T-Shirts trage, gekauft. Pullovers und Jacken. Und danach komme ich zu den Accessoires. Das erste ist eine Jogginghose, die aber allerdings ein Fehlkauf war, ein Misskauf war. Also die ist so. Die hat hier Cargo-Taschen und so ein Band. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Problem dazu, ich habe sie mir leider zu klein bestellt. Und jetzt ist sie an den Knöcheln, also man sieht meine Knöchel, ich trage sie halt jetzt nur zum draußen auf dem Hof, wenn ich irgendwie die Hunde füttern muss oder so einen Schwachsinn machen muss, trage ich sie nur, weil sie halt zu kurz ist. Ich wollte sie nicht zurückschicken, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich zu faul. Und ja, aber ich habe dafür schon einen Zweck gefunden, denn wir gehen demnächst Paintball spielen, dann werde ich die halt als Paintball benutzen und die kommt höchstwahrscheinlich, als Paintball-Hose benutzen. Die kommt höchstwahrscheinlich leider oder auch definitiv nicht mit nach Deutschland, sie ist kurz, werde ich einfach wegwerfen. War auch nicht allzu teuer, dann kann ich mich darüber nicht beschweren. Ja, meine zweite und auch letzte Hose, die ich mir gekauft habe, ist eine schwarze Skinny Jeans. Allerdings meine erste Destroy Jeans. Die hat hier einmal so eine Nesca-Flagge drin und
an den Knien, es ist destroyed. Habe ich auch ein Instagram-Bild gemacht, könnt ihr hier jetzt sehen oder halt auch auf mein Instagram abchecken. Ja, was soll man dazu sagen, ist halt eine, ich würde sagen, Standard schwarze Skinny Jeans, die ein bisschen gerippt ist. Ja, kommen wir zu den T-Shirts. Ich habe hier einmal ein Golf Bang T-Shirt, noch nie getragen, noch nicht mal geöffnet. Und ja, ich war damals schon in Deutschland immer so auf Instagram Bilder von Golf Bang gesehen und dachte mir so, Alter, musst du dir eigentlich mal eins holen? Und hier in den USA habe ich dann die Chance dazu genutzt und es ist halt ein schwarzes, schlichtes T-Shirt mit dem Golf Bang Logo drauf. Ja, fand ich ganz cool, habe ich mir, wie gesagt, einfach mal gegönnt. Denn habe ich Story zu diesem Babe-T-Shirt. Das ist das Babe-T-Shirt in einer Kooperation mit Paris Saint-Germain. Ich habe einen Kumpel von mir versprochen, Grüße gehen raus an dich, Dude, dass ich ihm das zum Geburtstag schenke, aber in Deutschland nie einen fairen Preis gefunden, weil Babe ist halt immer eine schnell ausverkaufte Marke. Und wie gesagt, nie einen fairen Preis gefunden. In Amerika allerdings schon. Also habe ich gesagt, gut, nehme ich ihnen das mit. Ist auch echt cooles T-Shirt, finde ich. Und ja, so sieht's aus. Also da noch Logos und Tag ist alles dran. Also Dude, das ist für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Weißt du eh schon, ich hab's über Snapchat geschickt. Und ja, er hat sich auch gefreut. Kriegst du in ein paar Monaten, wenn ich wieder in Deutschland bin. Fazit, ich fand es ja wie gesagt so cool. Also habe ich es mir einfach nochmal gekauft. Genau das gleiche. Für mich allerdings. Er ist zwar nicht so der Fan von Partner-Outfits, aber ist mir scheißegal. Ich fand es halt cool. Denn ist das nächste T-Shirt, das Palace-T-Shirt. Das hatte ich schon in der Karibik an, auf meiner Karibik-Kreuzfahrt. Und es ist halt einfach das ein weißes Palace-Shirt, wo man das Palace-Logo im Himmel sieht, was ich auch mega cool fand. Und habe ich ja auch einfach gesagt, kaufe ich mir. Von daher, ja, denn das wurde bisher nur einmal gesehen, das ist ein Off-White-T-Shirt. Das hatte ich in einem Video an, danach nie wieder, weil generell meine viele Sachen habe ich noch nicht so häufig getragen, weil meine Gastmam wäscht zu heiß und manche meiner Sachen sind bisher eingelaufen, was mich nicht so erfreut, aber ich möchte sie auch nicht sagen, weil ich sie halt nicht irgendwie beleidigen will oder so. Von daher sage ich es halt einfach nicht. Und es ist halt einfach so ein schwarzes Off-White-T-Shirt, wo man hier dann so Off-White sieht und hinten ist halt das Off-White X mit dem Men's Sky-Logo. Ich würde jetzt sagen, das ist so ein Basic, also das ist so ein Print vom Sky, vom Himmel. Und ja, nächstes ist ein Fußball-Trikot von Nigeria. Das hatte ich auch in Jamaika an. Da haben mich sogar viele Dudes drauf angesprochen, dass das T-Shirt cool oder das Trikot cool finden. Obwohl ich es nicht verstand, ich war in Jamaika und das von Nigeria. Aber naja, ich fand es auch cool. Das ist das WM-Trikot von 2018, wenn ich mich nicht irre. Habe ich gesehen in einem Nike-Store, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich das gegeben im Sale, wo ich mir sagte, Bro, nehme ich mit. Und gesagt, getan, habe ich mitgenommen. Nächstes Trikot ist das Kansas City Chiefs-Trikot von Kareem Hill. Und ja, war im Stadion, musste ich mitnehmen, weil wann ist man das nächste Mal wieder in einem Stadion in der NFL? Und vor allen Dingen, sie wurden Super Bowl-Sieger, kommt definitiv in einem Picture Frame, ich komme gerade nicht aufs deutsche Wort, an die Wand und ja. Dann habe ich mir noch ein NFL-Jersey gekauft und zwar von Seattle, von Marshawn Lynch. Das ist mein Lieblings-Seahawks-Spieler und oh mein Gott, der kam dieses Jahr zurück nach Seattle. Ich war so happy und da habe ich gesagt, Alter, kaufst du dir ein Trikot von? Habe ich gemacht. Nächstes T-Shirt, ich habe übrigens ganz viele T-Shirts gekauft, ist von Undefeated. Das habe ich sehr häufig getragen, da sieht man schon, dass der Print leicht brückelt oder aufspringt. Quali ist eigentlich echt cool, aber mir gefällt es halt nicht, dass ich's, ich glaube, das habe ich jetzt 4 Monate oder so im Besitz und dass es schon porös ist, gefällt mir nicht. Aber ich habe mir das Logo gefallen. Jetzt kommen wir zu, keine Ahnung, ob ihr das auf Instagram oder so schon mal gesehen habt. Diese Stores, wo man dann noch so diese random amerikanischen Stores, wo man dann noch so sieht, dass da Supreme-Sachen rumhängen. Und habe ich nicht geglaubt, dass die echt sind. Habe ich auf einmal dieses Nasty-Nasty-Shirt zwar in einer XL gefunden. Für,
einen halbwegs erschwingenden Preis und dann dachte ich mir, jo, nimmst du mit? Habe ich mir das Supreme T-Shirt gekauft. Ja, dann habe ich mir ein Vintage Space Jam T-Shirt gekauft, was ich auch mega cool finde. Basketballkorb, der gerade zerschmettert wird. Fand ich auch cool, wie gesagt, nimmst du, bestellst du dir, das habe ich im Internet gefunden. Genauso wie das Vans T-Shirt hier, was sogar noch den Price Tag dran hat. Ja moin, das hatte ich auch noch nicht getragen, aber ich fand es cool mit dem Skateboarder und das halt weiß. Generell trage ich halt einfach nur so weiß oder schwarze Sachen. Nächstes T-Shirt habe ich auch im gleichen Store wie das andere Supreme T-Shirt gefunden. Das ist das Supreme 7 Samurai T-Shirt. Auch für einen halbwegs erschwinglichen Preis. Ich meine, im Internet sind die Schweine teuer und ja, war das zwar auch, aber habe ich mir auch gedacht, naja, wann kriegt man schon mal wieder die Chancen, sowas zu kriegen, vor allem, weil es auch ein rares T-Shirt ist. Denn kommen jetzt zwei T-Shirts, die ich von den Schulen gekriegt habe oder die Schulen gemacht haben. Das ist einmal ein Shirt von meiner Schule, von meiner Highschool, von den Mercer Cardinals. Und da haben alle Schüler hinten, da haben vorne und hinten alle Schüler unterschrieben und ich habe hier hinten auch unterschrieben, ich bin da irgendwo. Und das habe ich mir gedacht als Andenken, kaufst du dir das, dass du ein Andenken hast. Genau das gleiche ist auch von der Schule, in der ich Football gespielt habe, von den Princeton Tigers. Auch ein einfach basic graues T-Shirt, wo das Logo drauf ist, dies, das. Kommen wir zu den Hoodies, Sweaters, das ist ein Sweatshirt. Ich habe mir ein Supreme Box Logo gekauft. In Grau. Ich finde schon generell Box Logos richtig cool. Hab den gesehen und mir gedacht, ja, kannst du nichts falsch machen. Ist ein cooler Standard-Sweater. Kann man öfters mal tragen. Denn einmal der Seahawks Pullover, den ich von meiner Gastfamilie zu Weihnachten gekriegt habe. Den habe ich schon im Weihnachtsvideo gemacht. Könnt ihr da auschecken. Jetzt sind wir bei den Jacken angekommen. Ich habe mir einmal eine Windbreaker oder eine Regenjacke von Adidas gekauft, die ist einfach so Standard, schwarz, hat hier vorne eine coole Tasche, wie ich finde, und ja, das dazu. Und dann habe ich mir noch meine Winterjacke gekauft, die ist von The North Face, die habe ich auch schon mal auf in meinem Stadionblock in Kansas City hatte ich die angehabt und getragen, und auf dem Instagram-Bild hatte ich die auch schon an, das ist halt so eine längere Winterjacke, ist eher gesagt ein Parker, schwarz-rot, fand ich cool, von The North Face. Und ja, jetzt komme ich noch zu meinen Axerials, die ich gekauft habe. Einmal das Base Cup habe ich auch im allerersten Kansas City Block gekauft, weil ich trage nicht oft Kappen, aber habe mir gedacht, muss mit, vor allem, weil es auch in der 100. NFL-Saison war. Dann habe ich ein Under Armour Base Cup. Das hat mir mein Gastpapa geschenkt, fand ich mega nett, was ich immer aufhab, wenn wir jagen gehen. Und dann hatten wir so einen Navy Dude an der Schule, der hat Caps verteilt, habe ich gesagt, ja, nimmst du mit, ist halt die USA-Flagge drauf und mehr nicht. Dann habe ich mir noch eine Wintermütze gekauft von den Seattle Seahawks und New Era. Dachte ich mir auch so, ja, ich habe die gleiche schon in schwarz, ist hält warm, warum nicht? Denn habe ich mir ein Supreme Headband gekauft, auch mit New Era. Für Football, den hatte ich immer unter dem Helm an, weil ich unter dem Helm meinen Zopf nicht tragen konnte und ich wollte immer nicht, dass die Haare mir ins Gesicht hängen. Ja, und dann habe ich mir auch noch, eigentlich für Basketball und für Football, Supreme Arm Sleeves gekauft. Die kamen damals vor 2 Jahren oder so raus mit Supreme Nike NBA. Konnte nur einen beim Football nutzen, weil beim Basketball gab es so eine komischen Regeln, da durfte ich sie nicht tragen, aber naja. Und ja, dann habe ich mir noch eine Umhängetasche von Supreme gekauft. Das ist schon eine etwas ältere, ich glaube, die ist von der Fall-Sommer-Season 2018. Fand ich cool, zum relativ erschwinglichen Preis gekriegt. Wird definitiv in Daytona Beach gerockt. Denn die letzten zwei Sachen sind einmal Uhren. Ich habe mir einmal eine weiße G-Shock Casio gekauft. Ist eine, keine Ahnung, Basic-Uhr. Und dann habe ich mir einmal eine schwarze mit rotem Band von Guess gekauft. Fand ich cool, das war mein Weihnachtsgeschenk, hatte ich auch im Weihnachtsvideo gezeigt. Und ja, das war's mit meinem Video. Seit längerem wieder, aber wie gesagt, es wird jetzt
öfters wieder was kommen. Und von daher, folgt mir auf Instagram, Snapchat, falls ihr es wollt. Namen sind in der Bio. Und dann haut rein. Bis dann. Macht's gut. Ciao.